begrüße Tag hier in Heiligenhafen. Ich fühle mich ein bisschen jetzt wie selber wieder König, oder? Mit der Fanfare. Also bei dieser Musik kommt wirklich Stimmung auf. Es wird wirklich sehr königlich. Heute ist Weltfischbrötchentag. Der Weltfischbrötchentag ist unser großes Highlight im Jahr. Wir fiebern dem Ganzen zugegebenermaßen etwas entgegen das Jahr über. Denn was passt besser zu unserer Region als der frische Fisch? Das Fischbrötchen. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, Mensch, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr das Fischbrötchen auch feiern. Denn wir lieben es ja alle sehr, wir essen es alle immer wieder, aber feiern tun wir es eigentlich nie. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren. Dies ist schon der 3. Weltfischbrötchentag. Und das machen wir nicht nur in Heiligenhafen, sondern entlang der ganzen Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Das heißt wirklich von Travemünde bis rauf nach Glücksburg. Aber hier in Heiligenhafen, Helene, haben wir wirklich was Besonderes vor heute, oder? Ja, wir haben hier sozusagen einen richtigen Coup vor. Das wird ein richtiger Hype. Wir haben hier gleich auf der Bühne Eure Majestät Jan-Malte Andresen. Und dann werden wir unsere 2 Prinzessinnen kurz vorstellen. Das ist einmal die Prinzessin Bini und einmal Prinzessin Angelika. Genau. Und diese beiden Damen werden um die Gunst von Jan-Malte Andresen buhlen. Das ist aber mit einfachen Buhlen nicht so ganz getan. Die müssen eben schon so ein paar Spiele hier auf der Bühne machen. Herr Andresen, wir haben Sie ja ein wenig überfallen. On air, erzählen Sie mal, was ist passiert? Ja, ich bin ja bei NDR1 Welle Nord bekennender Jahrestagsfanatiker. Das heißt, andere Leute sammeln Bierdeckel oder Modelleisenbahnen. Ich sammle abgedrehte Jahrestage. Heute ist nicht nur der Weltfischbrötchentag, heute ist in Amerika auch der Orangensafttag. Sowas gibt es tatsächlich. Der ist ja ziemlich weit entfernt, ne? Weit entfernt und auch bei weitem nicht so wichtig. Und heute ist auch der Star Wars Tag. Auch das muss man nicht feiern. Der Weltfischbrötchentag, da habe ich natürlich von gehört. Und ich glaube, eines Tages habe ich morgens im Radio gesagt, es kann nicht sein, dass es Weinköniginnen gibt, Spargelköniginnen, Zwiebelprinzessinnen, gibt es tatsächlich alles. Aber wir in Schleswig-Holstein haben kaum was. Wir haben eine Kohlregentin und wir haben noch eine Apfelprinzessin und eine Krokusblütenkönigin an der anderen Seite des schönen Landes. Aber unsere regionale Spezialität braucht auch fast einen Fischbrötchenkönig. Und ich glaube, das haben Sie gehört und dann angerufen, oder? Ja, genau. Wir hatten ja den Weltfischbrötchentag. Und wenn dann jemand auch uns so eine Steilvorlage gibt und sagt, es bräuchte eigentlich mal einen Fischbrötchenkönig, da konnte ich ja nicht anders als Sie anrufen. Ja, und ich fühle mich auch sehr geehrt. Die Krone haben wir in ganz besonderer Handarbeit extra für Eure Majestät herstellen lassen. Und wir hoffen sehr, dass Eure Majestät dies zu schätzen weiß. Ja. Augenzwinkern ist dabei, er muss es sogar wirklich tun mit dem Augenzwinkern. Nee, super, ich habe keinen Mützen gesehen. Ja. Wie fühlt sich das an? Meine Mutter sagt immer, du hast kein Münzengesicht, Junge. Haben? Wie steht ein König? Immer Schritt vor, das ist die erste Position Ballett, oder? Haben Sie sich etwa nicht vorbereitet, Herr Andresen? Ich kenne keine Könige, ich habe keinen König im Bekanntenkreis. Also ich hab ein paar mehr, ich sag Ihnen das mal. Sie müssen kommt immer hoch, ein bisschen erhaben. So. Ja. Und jetzt brauchen Sie natürlich noch eine Hand fürs Winken, das ist auch wichtig. Dann geht der Umhang aber weg. So. Beatrix hat ja immer so gewunken. Ist das in Ordnung? Habt ihr das? Habt ihr das auf Film? Das ist gut. Unsere Majestät, Jan und Malte. Es ist für mich eine besondere Ehre, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen, um ein Amt anzutreten, das ja nun wirklich seinesgleichen sucht. Ich weiß, dass viele von Ihnen Einladungen hatten vom niederländischen Königshaus für Dienstag. Sie alle hätten dabei sein können bei der Inthronisierung von Willem Alexander. Aber Sie haben sich gesagt, nein, hier in Heiligenhafen findet etwas viel Aufregenderes statt, etwas Einzigartiges, etwas, was es so noch nie gegeben hat, was mindestens genauso wenig die Kraft hat, die Welt zu verändern. Es ist geschmackvoll und es enthält außerdem sehr viele Omega-Fettsäuren, ich glaube ungesättigte. Und wenngleich ich nicht verschweigen möchte, dass gerade auch bei Kolleginnen und Kollegen bei mir im Funkhaus mir auch ein bisschen Häme entgegengekommen ist und mitleidige Blicke habe ich ernten müssen. All diesen Menschen, ich hoffe es sind keine hier heute, Menschen, die meinen, dieses Amt sei nur Humbug, den möchte ich zurufen, ihr wisst nicht, was es sonst noch für einen Quatsch gibt auf der Welt. Passen Sie auf. Ich habe recherchiert.
Es gibt unglaublich viele Regenten und Regentinnen, die uns gesagt haben, es darf auch mal ein Mann sein. Nur mal so ein paar. Also es gibt die Linsenkönigin, die deutsche Blumenkönigin, natürlich die Spargelkönigin, die Vogelbeerkönigin, dann die Wurzelkönigin, die Heidekönigin, die Sonnenblumenkönigin, die Rhododendronkönigin, den Brombeermann, die deutsche Erdbeerkönigin, die Apfelweinkönigin, die Kürbiskönigin, die Heukönigin, die Bierkönigin, die deutsche Zuckerrübenkönigin, die Wasserkönigin, die Kirschenkönigin, die Honigkönigin, die Zuckerfee, die Rosenkönigin und die Erntekönigin und das Gurkenkönigspaar. So, und jetzt soll noch einmal einer sagen, Fischbrötchen sei da nicht unglaublich wichtig. Ich finde, und falls meine Frau zuhört, ich werde mich am Kiemen reißen. So. Also, apropos Frau, ich freue mich also wie Schonne, dass es jetzt hier gleich losgeht. Sage, wie man in Schleswig-Holstein gerne sagt, wat butt dat butt, ja. Trete hier jetzt als Fischbrötchenkönig für Sie in den Zwiebelring und sage ganz offiziell, ich nehme den Aal an. Ich esse gerne ein Aalbrötchen, ich esse gerne Matthiasbrötchen. Bismarck, Hering, alles eigentlich, alles durch die Bank weg. Los geht's, los geht's, nee, schreckt euch richtig an. Jan Malte ist ein flotter Mann. Oh, 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 oh. Danke, danke schön. Wunderbar. Welche Insel gehört zur Ostsee Schleswig-Holstein? Fehmarn. Richtig, super. Wie heißt die höchste Erhebung in Schleswig-Holstein? Der Buchsberg. Jawohl. Da kann man sogar Ski fahren für alle Gäste unter uns. Es gibt einen Skilift in Schleswig-Holstein. Und wie heißt der größte Freizeitpark an der Ostsee Schleswig-Holstein in Sierksdorf? Der Hansapark. Jawohl, der Hansapark. Letzte Frage. Welcher Ort liegt nicht an der Ostsee Schleswig-Holstein? New York, Kalifornien oder Brasilien? New York. Jawohl, das ist richtig. Also lecker sagt sie schon mal, um das nochmal zu hören. Kannst doch gerne noch einen zweiten Biss hinein. Nein, ich nehme noch einen zweiten. Ja, Moment, kannst du auch aufessen. Also ich würde fast sagen, dass das hier Backfisch ist, so eine Art Bratfisch. Was ist denn Bratfisch? Der Bratfisch, kein Backfisch. Kommst du mir nicht in den Palast? Also Backfisch ist, das ist der Bratfisch. Also Omega-3. Gesagt, wegen den Omega-3. So ist es, ja. Wir haben die Fischbrötchen freundlicherweise von der Küstenfischer Nord EG erhalten, von Ulrich Elster, sein Team. Und die scheinen wirklich super zu schmecken. Angelika, wollt ihr da eigentlich alle drei aufessen, was sie mir gerade eben verraten. Insofern, herzlichen Dank für die Unterstützung. So, und jetzt geht's weiter. Ich nehme einmal das Fischbrötchen in die Hand. Schön fest. Und jetzt einfach hineinbeißen. Ja, wir lassen sie erstmal richtig schön genießen und aufessen. Das war doch schon immer dein Traum. Einmal mit geschlossenen Augen Fischbrötchen essen vor der Menge, oder? Und sich von Menschen beim Essen zusehen lassen. Dann mit dieser wahnsinnig scharfen Brille. Also ja. Dann die Loriot-Frage, schmeckt's? Ja. Wir wollen Leben überall fragen, wo wir schöne Wege. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was Sie sagen, dass der König auch mal die Brille aufsetzen sollte, oder? Ja, aber hallo. Darf ich noch etwas sagen vorher? Na gut. Ich mag keine Butter. Ja, also jetzt haben Sie wieder was vorweggenommen. Ich wollte einen heißen Tipp abgeben und die Prinzessin unterstützen. Also, ihr habt es gehört, der König mag keine Butter. Sonst alles. Und jetzt ist die Frage, ob ihr Königin werden wollt oder nicht, ob ihr Butter drauf macht oder nicht. Na? Sie können ja hinterher entscheiden, welches das Leckere ist. Wenn Butter drauf ist, hat die verloren. Wenn Butter, da passiert ein Unglück hier. Ja. Dann legt mal los, ihr Lieben. Ihr könnt belegen nach Herzenslust. Es geht hinterher darum, er probiert, welches ist das Leckerste. Ich mache auch sehr viel Fischbrötchen zu Hause selbst. Ich wohne ja auch an der Küste und kaufe auch frisch im Fischgeschäft alles und natürlich die Zutaten auch frisch im Lebensmittelmarkt. Und von daher kenne ich mich da aus. Das sind typische Fischbrötchen-Handbewegungen. Ja. Ja. Also, ich kann schon mal versichern, die Damen waren guter Dinge. Es ist keine Butter drauf. Danke. Es ist dafür ziemlich viel anderes drauf. Ich habe noch gar nicht reingebissen. Thank you.
am Gesichtsausdruck arbeiten wir noch ein bisschen. Okay. Vielleicht könnt ihr, haben Sie noch Zutaten da? Ja. Das nochmal ohne Käse, bitte. Also ich finde die Star-Allüren eines Königs hat er schon drauf, oder? Heilige Laufen, ja, hier sind wir zu Haus. Tragen unsere Lieder weit ins Land hinaus. Sehr schön. Bring back my pony to me. Willst du auch nicht Königin werden? Ja, gerne. Ja, zu spät. Um eins zu sagen, also wir haben es probiert in den Proben. Helene und ich machen das ganz rum. Also dann schafft ihr das doch auch. Das sieht jetzt mal ganz laut aus. Wunderbar. Und dann mit Leon. Oh. Was hast du dazu? Oh, ihr sagt sogar Daumen hoch. Ja. Beanie hat gewonnen. Beanie hat gewonnen, ein großer. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben einen ganz tollen Preis. Wir hatten Spaß bei Facebook. Wir hatten Spaß im Radio. Wir hatten Spaß hier auf der Bühne. Und wie? Und wenn du mal Fischbrötchen haben willst, du weißt, wie du mich erreichst. Aber natürlich. Ja. Vielen danke, danke, danke. Und ich glaube, du kriegst auch noch was. Alles klar. So, Angelika, das hast du jetzt davon, ne? Das habe ich davon. Ja. Einmal beim Radio angerufen und jetzt sitzt sie hier mit dem roten Umhang. Fischbrötchenkönigin Angelika, die Erste. Dein Applaus. So. Angelika, ich frage dich, möchtest du den hier Anwesenden, wir haben Malte den Ersten, zu deinem Fischbrötchen-Königspartner nehmen, das Fischbrötchen ehren, immer mit Zwiebeln essen, bis das dein Mann genug hat. So antworte, ja, ich will. Ja, ich will. So. Kannst du es gar nicht erwarten, oder? Doch kannst du Nein sagen. Ich sage ja und ich bleibe dabei. Bleibst dabei? Okay, dann nimm die Krone, Angelika. Das ist eure Fischbrötchenkönigin. Ein großer Applaus. Also da haben sich ja zwei gefunden. Du darfst aber das Zepter halten. Wunderbar. Ja. Euer Lied ist einfach, ja, sprachlos super. Hat und, super geklappt. Und was haben Sie vor jetzt? Wie wollen Sie für das Fischbrötchen werben? Also ich werde auf jeden Fall fürs Fischbrötchen immer werben, weil ich selber gerne Fischbrötchen esse. Zu Hause, auch wenn wir Besuch haben, gibt es bei uns viel Fischbrötchen. Und da ich ja in Grömitz jetzt wohne und auch viel in Grömitz und in Hamburg bin, werde ich da natürlich Werbung für betreiben, für die leckeren Fischbrötchen. Und sagen Sie doch mal, was gehört zu einem guten Fischbrötchen? Was macht ein gutes Fischbrötchen aus? Ein gutes Fischbrötchen macht aus, dass das einen frischen Fisch hat. Leckere Zwiebeln drauf. Bei Matthias ist mein Lieblingsfischbrötchen. Ist das schön? Sie leben dreimal hoch. Sie leben dreimal hoch. Sie leben dreimal hoch. Dankeschön! Danke. Danke sehr. Herzlichen Dank. Komm, du musst winken. Ja. Auch mal gönnerhaft die Hand geben, so zwischen euch. So. Ja, danke. Das ist wie wieder waschen, war der König. Ja. Wie fühlt sich das an so? Ja, schön. Und jetzt kommt das tolle Auto. Jetzt kommt das Auto. München mit euch sein. Ja, wird wohl. Wollt ihr noch? Super, super glücklich. Dann noch die Sonne heute. Es klappt doch alles sehr schön. Dann mit unserer Majestät hier zu sitzen. Das tolle Auto ist einfach traumhaft. So, der Tag sollte gar nicht zu Ende gehen. Es ist schön. Ja.
Das war der Weltfischbrötchentag in Hallinghafen. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch sehr lecker. Vor allem mit unserer Majestät Jan-Malte Andresen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, auf den nächsten Weltfischbrötchentag und guckt immer mal wieder rein auf weltfischbrötchentag.de. Genau. Tschüss. Tschüss.